Hallo und herzlich willkommen zu Tag 59 unseres Survival Roleplay Events. Hier hinten steht ein pinkes Pferd und hier steht irgendwie ein Rüstungsständer, der aussieht wie Pascadi. Und einer wie Yassi. Okay, keine Ahnung, was die da treiben. Und hier ist ein pinkes Pferd. Hui! Oh, das ist ja angeleint. Okay, hier steht sogar Yassi selber. Hallo! Okay. Was gibt's Neues? Die Kirche wurde eingerichtet, beziehungsweise bin ich da dabei. Und viel mehr ist auch den ganzen Tag nicht passiert. Hier, wie gesagt, Kathedrale von Genua ist die Vorlage, auch von innen. Es sieht jetzt noch nicht so viel aus, aber das dauert schon ganz lang. Ich hatte ein bisschen Hilfe beim Boden. Ja, der ist wirklich aus Dirt und aus Brettern. Mal schauen, ob wir den so lassen. Ja, das wird sicher noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, da das ordentlich und hübsch zu machen. Und naja, Gläser sollten hier auch noch reinkommen. Sonst sieht es ein bisschen so komisch aus. Und ja, hier so romanische Kirche, so ein Basilika-Stil. Und ganz viele Säulen hier drin, so zwei Säulengänge, ist vielleicht ein bisschen untypisch für eine Kirche, aber die Kirche, die fällt halt einfach auf, so eine schwarz-weiße Kirche, noch nie sowas gesehen. Und als ich dann in Genua davor stand, dachte ich mir, kacke, hier sind überall Gerüste. Aber dafür war die drin sehr hübsch, wirklich sehr, sehr hübsch. Und das Coole ist, man konnte hier, also beim Original konnte man hier hoch und man konnte hier nicht weiter, konnte man weiter hoch? Ich glaube, man konnte nur ein bisschen weiter hoch. Aber das Highlight war, dass die hier so ein Baugerüst drüber hatten und man konnte von dem Turm einfach hier drüber laufen, in einen anderen Turm, und konnte dann genau hier dann so rüberschauen, hat dann da das Teil hier gesehen und auch so runterschauen. Wie gesagt, die war komplett in Gerüsten gehüllt. Der Nachteil davon ist, dass man halt die wunderschöne Fassade nicht sieht und die Portale nicht wirklich sieht. Der Vorteil davon war aber, wie gesagt, dass man rüberlaufen kann. Und das habe ich halt noch nie gemacht, dass ich über so ein Kirchendach drüber gelaufen bin. War auf jeden Fall cool. Was ist noch passiert? Wir haben das Gebück halt hier wieder entfernt, Stück für Stück. Das reimt sich sogar. Und die Leute haben an ihren Shops weitergebaut. Ja, der White Dragon Shop, der muss hier ein bisschen verkürzt werden, weil der auf dem Grundstück gebaut hat, was ihm nicht gehört hat. Hier werden die Pferde ganz normal gezüchtet. Das hier sieht nicht nach artgerechter Haltung aus. Und hier ist Sinist im Nebenzimmer. So. Ja, Seth hat hier auch sein Häuschen ausgebaut und ansonsten ist halt nicht so viel passiert, muss man sagen. Wird mal Zeit, dass die Brücke hier fertig ist. Das war eines der ersten Bauwerke der Stadt und ist halt immer noch nicht fertig. Das ist sehr traurig. Das Gebäude gehört übrigens mir, das habe ich ersteigert, aber das sollte ich auch da mal bebauen. Und hier, das sollte eigentlich auch mal angepasst werden. Es sind halt gerade sehr viele Baustellen gleichzeitig. Ich sehe gerade, okay, hier wird expandiert. Das finde ich sehr schön. Großes Lob an der Stelle, dass du hier da alles ausnutzt. Genauso sollte es sein. Den ganzen Platz hier ausnutzen, denn hier kommen andere Häuser hin. Und auch großes Lob an Greenie an der Stelle, der das eben auch verstanden, fast ganz verstanden hat. Hier baut er zwar um die Ecke, aber es sieht sehr hübsch aus, was er da macht oder was er angefangen hat. Das könnte wirklich ein toller Turm werden, wenn es fertig ist. Sieht zwar eher so ein bisschen mehr barockmäßig aus, aber wichtiger ist, dass es von der Epoche dazu passt, ist mir wirklich, dass der ganze Platz ausgenutzt wird, weil es sieht einfach nur schrecklich aus, wenn man eine Fassade mit Fenstern in eine Hauswand reinmacht. Jo. Super Spieler, ich hoffe, du siehst das. Mach hier keine Fenster rein. So, wirklich Paradebeispiel hier. Boah, was für eine Aussicht. Aber die Aussicht im Nachbarraum ist noch viel besser, bestimmt. Boah, Wahnsinn. So ein richtiges Panorama. Fühlt ihr das Stadtfeeling? ich weiß nicht, es triggert mich ein bisschen, wenn da hier sowas gemacht wird. Ich finde, das ist eine Platzverschwendung und es sieht auch nicht gut aus. Aber mit der Meinung stehe ich, glaube ich, relativ alleine da, denn der Großteil der Spieler macht das eben so, dass sie halt eben auf Teufel komm raus
eine Fassade in, ohne wirkliche Aussicht machen. Wir laufen hier rum. Hallo TBF. Der hat, glaube ich, auch irgendwo was gebaut. Und ich weiß aber nicht wo. Das seht ihr dann vielleicht im nächsten Teil. Bei Tag 60. Tschüss und bis zum nächsten Mal.